Bewusstsein und Unterbewusstsein führen zum Ganzsein. Denn wir sind nicht nur der Körper, wir sind auch der Geist, die Gedanken, die Psyche und wir sind auch die Seele, die Gefühle und das Unterbewusstsein. Und wir ernähren uns häufig schon sehr bewusst heutzutage. Wir kennen uns aus mit bewusster Ernährung, aber wir beschäftigen uns häufig nicht so sehr mit der unterbewussten Ernährung. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das Unterbewusste ins Bewusstsein rufen und begreifen, dass wir das sind, was wir essen, was wir denken und was wir fühlen. Und was ich möchte, ist, dass die Menschen wieder in ihre Lebensfreude kommen. So, ich nenne es immer die kindliche Urfreude, die wir irgendwann mal hatten und dann verloren haben. Weil mit jeder Entwicklung, die wir vollziehen, entwickeln wir uns auch wieder zurück. Was wir auch verlieren, ist der Zugang zu unseren Gefühlen. Also wir sind mehr wie Maschinen und nicht mehr wie Menschen. Also wir funktionieren, aber wir leben nicht mehr. Wir haben keine Freude mehr. Und da müssen wir uns bewusst werden, dass das Bewusstsein und das Unterbewusstsein uns zum Ganzsein führen. Also im Endeffekt geht es darum, Energie umzuverteilen. Also Energieaufnahme ist für uns das Essen. Und in dem Moment, in dem wir die Energie nur über das Essen beziehen wollen, mangelt es an einer anderen Stelle. Weil wir sind nicht nur der Körper, sondern wir sind auch der Geist, die Gedanken und die Seele. Und in dem Moment, wo wir zu sehr auf das Körperliche fixiert sind oder auf das Geistige, mangelt es dann vielleicht im emotionalen Bereich, bei den Gefühlen. Und erst in dem Moment, wo wir unsere Ernährung auf diesen drei Säulen aufteilen, ist es ausgewogen und wir kommen ins Gleichgewicht. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach gute Laune haben, ohne was von außen zu bekommen. Ohne was zu erwarten von anderen, ohne Alkohol zu brauchen. Die Freude wieder aus sich zu spüren und nicht im Außen zu suchen. Weil jeder Mensch, der das in sich hat, ist auch wertvoller für die Menschheit. Jeder Mensch, der mit sich im Reinen ist, möchte keinem anderen was wegnehmen oder sieht den anderen als Konkurrenz.